Zeit für das Mittwochsvideo von mir, dem Callcenter-Crasher. Die Betrügerfirma, die ich heute am Ohr hatte, nennt sich Army Solution, was frei übersetzt bedeutet Freundeslösung. Wenn die so ihre Freunde behandeln, dann bin ich lieber deren Feind. Vielleicht lügen die ja ihre Feinde nicht so skrupellos an. Die Lügengeschichten beginnen wie immer nach dem Intro. Hallo? Hallo, schönen guten Tag. Guten Tag. Spreche ich gerade mit Herrn Seifert? Seifert, ja. Super, freue mich, Sie zu erreichen. Liliane Bifoll, mein Name, und ich bin Vertreterin von Army Solution, bei dem Sie Ihre Daten hinterlassen haben. Ja. Ich weiß ja nicht, ob Wunderbar. Sie da Vertreterin sind, aber ich habe da meine Daten hinterlassen, ja? Ja, das ist genau von der Army Solution. Ja, das geht um passiven Einkommen. Also, dass Sie fragen, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? In welchem Bereich? Investitionen, ich meine. Ja, so ein wenig, ja. Also haben Sie ein wenig, okay. Dann Sie haben ein Ahnung, wie es alles funktioniert. Also zum Ersten, Sie erhalten ein Programm, das heißt eine künstliche Intelligenz, ja. Das ist alles mit einem Roboter kontrolliert und alles geht alles automatisch. Und dazu ist er weiter mit unserer Analoptiker zusammenarbeit, ja. Das ist ein Fachmann am Finanzmarkt. Er wird entwickelt für seine persönliche Strategie und Hallo? Hallo, hallo? Ja. Hören Sie mich? Ja. Die Verbindung wurde unterbrochen, das weiß ich nicht warum. Von wo rufen Sie denn an? Jetzt? Ja, von wo rufen Sie denn an, wenn Sie eine so schlechte Verbindung haben? Was meinen Sie? Das ist so online. Ja, ich frage von wo. Ach, eine Online-Verbindung. Und von wo aus rufen Sie an? Wo ist der Sitz Ihrer Firma? Von Düsseldorf. Sie sind eine deutsche Firma? Genau. Eine deutsche Firma? Ah, das ist schön. Das ist sehr gut. Okay. Ja. Bitte? Also, Sie meinen... Wie es gesagt, dass das alles funktioniert automatisch, ja, mit dem künstlichen Intelligenz. Und dazu, Sie werden mit unserer Analytiker zusammenarbeiten, ja, das ist einfach mal. Ja, bitte. Hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit dem Herrn Lothar Seifert? Ja, ist richtig. Anna Weber am Apparat. Sie haben eine Anfrage für Investitionsprojekt bei uns hinterlassen. Stimmt das? Das weiß ich ja. Ich weiß ja gar nicht, wer Sie sind. Ich bin die Kundenberaterin, ja, von dem Unternehmen. Ja, und von welchem Unternehmen? Army Solutions, ja. Und Sie haben bei uns eine Anfrage für ein zusätzliches Einkommen hinterlassen, stimmt das? Das kann sein, ja. Ah, okay. Darf ich fragen, haben Sie schon irgendwelche Erfahrungen mit Investitionen? Nur theoretischer Natur. Theoretischer Natur, verstehe. Dann vielleicht erkläre ich Ihnen, wie es bei uns läuft. Ja, also vor allem, Sie bekommen die Betreuung des Finanzanalytikers und ein automatisches Programm, also eine Software. Ja. Vielleicht haben Sie auch etwas von der künstlichen Intelligenz gehört oder von dem Handelsroboter. Ja. Das ist etwas so was Ähnliches. Sobald wir das Handelskonto aktivieren, wird Ihnen ein Finanzmanager zugewiesen, der macht folgende Sachen für Sie. Vor allem, er erstellt einen detaillierten Geschäftsplan, der auf Ihren Präferenzen basiert, dann hilft bei der Installation von dieser Software ja, und auch bei der Verteilung des Investitionsbetrages.
Man profitiert von den Schwankungen auf dem Finanzmarkt, ja. Wie es läuft, also das automatische System kauft auf einer Plattform für einen günstigen Preis und verkauft auf einer anderen Plattform für teure. Dadurch bekommen wir auch einen Profit. Verstehen Sie soweit? Soweit habe ich das verstanden, ja. Ja, gut. Und also in einer Zusammenarbeit mit dem Finanzanalytiker und mit diesem Handelsroboter, ja, Sie können mindestens 30% eigentlich erreichen, ja, von dem Profit. Also wir geben uns Mühe, damit Sie diesen Gewinn bekommen. Warum? Weil es auch in unseren Interessen ist. Je mehr verdienen Sie, desto geht es auch uns besser. Das heißt, circa bis 5% von Ihrem Profit wird dann automatisch für das Unternehmen abgebucht. Ja? Ja. Verstehen Sie? Also je mehr verdienen Sie, desto natürlich diese 5% ist auch mehr für uns. Ja? So, mit welchem Mindestbetrag möchten Sie starten? Ja, erstmal habe ich ein bisschen wenig Informationen. Also Sie haben ja jetzt gesagt, wo das ist, aber was kann ich denn verdienen mit Ihrem System? Noch einmal verdienen oder richtig akustisch aber verdienen. Also sagen wir, schauen Sie, Sie können, wenn Sie noch keine Erfahrung in diesem Bereich haben, Sie können mit dem Mindestbetrag 250 Euro starten, ja. Probieren Sie dann das ein bisschen länger zu tun, also im Sinne nicht nach einem Monat sofort die Entscheidungen zu treffen, sondern ungefähr 3 Monate lang, ja, mitzumachen. Und dann, also Sie bekommen die Möglichkeit, ja, von der direkten Kommunikation mit dem Finanzmanager. Sie bekommen installiertes Programm auf Ihr PC und Sie können auch dann diese Zeit mal verfolgen, ja, wie Ihr Geld dann weiter für Sie arbeitet. Was das bedeutet, also ich habe auch erwähnt, dass der Finanzmanager hilft Ihnen bei der Verteilung von dem Investitionsbetrag. Das heißt, sagen wir, also er operiert mit fundamentaltechnischer Analyse, ja, und das hilft uns optimal, ja, die Situation auf dem Finanzmarkt zu erkennen, sozusagen. Und so gehen Sie dann mit 8, 9 Transaktionen auf den Markt. Von denen gibt es sicher diejenigen, die für Sie Gewinne auch machen. Ja? Also ungefähr so sieht es aus. Ja. Ja, also jetzt haben Sie so schön viel geredet, aber Sie haben mir immer noch nicht gesagt, wie viel ich prozentual verdienen kann. Das war meine Frage. Also 30, ich habe, Entschuldigung, ich habe eigentlich das Ihnen schon gesagt. Ja, nee, haben Sie nicht. Nein? Vielleicht habe ich, also das ist aus Versehen, Entschuldigung. Ja. Also normalerweise, Sie können also in solch einer Zusammenarbeit schon mit 30% Profit monatlich rechnen, ja? Ja. Gut, okay. 30%, okay, gut. Und wie genau funktioniert das dann? Wo kann ich einzahlen? Es gibt Möglichkeiten mit Visa, Mastercard oder Banküberweisung, je nachdem. Was ist Ihnen lieber? Was möchten Sie machen? Wie möchten Sie das schaffen? Banküberweisung ist. Banküberweisung, ja. Moment. Sie haben auch Ihre E-Mail-Adresse gegeben. Herr Seifert, in wenigen Minuten können Sie bitte noch mit mir online bleiben, so dass ich Ihnen eine E-Mail schicke mit den Bankdaten für die Banküberweisung, damit wir uns auch gegenseitig bestätigen können, dass Sie es von mir bekommen haben. Ja? Ja, kein Problem. Ist zeitlich okay? Kann ich machen. Ja, Moment. Also, ich schaue, ob
ob alles da. Das muss ich natürlich schon manuell machen. Moment. Moment, Moment. So, Herr Seifert. Also Sie bekommen von Anna Weber, ja, also eine Mail gleich. Betreff, also das Thema heißt Bankdaten für Kontoaktivierung. Ja. Okay, Moment. Jetzt werde ich. Gleich prüfe ich die Bankdaten, ob alles da stimmt. Ja, und wir haben eine kleine Bitte, ja, an Sie, da wird Betrag von 259 Euro stehen, 9 Euro, das ist eine Kommission für die Bank und wir bedanken uns dann für das Verständnis. Und für welches Moment, Verständnis? 9 Euro wird Kommission für die Bank. Ja. Also schauen Sie bitte, ob Sie die E-Mail von mir bekommen haben. Nein, gerade noch nicht. Jetzt habe ich noch nichts. Und wenn Sie es noch einmal hochladen. Was soll ich denn hochladen? Also E-Mail-Box bitte. Ja, ist noch nichts da. Noch nichts da. Und Spam-Ordner? Habe ich nicht. Haben Sie nicht. Spam-Ordner und es ist noch nicht angekommen. Ich aktualisiere nochmal. Bis jetzt ist noch nichts da. Bis jetzt ist noch nichts da. Darf ich fragen, haben Sie WhatsApp auf dieser Nummer? Nein, Sie rufen auf einem Festnetztelefon an, da gibt es kein WhatsApp. Ah, okay, das erkennen wir nicht. Moment. Und haben Sie dann eine Nummer, also Handynummer, wo wir WhatsApp schicken können? Nein, ich nutze kein WhatsApp. Sie nutzen kein WhatsApp. Und das ist nicht datenschutzkonform. Ist nicht gekommen. Ja, ich verstehe alles, also das ist natürlich Ihr Recht, nur die Frage, dass Sie nichts bekommen. Ja, andere E-Mails bekomme ich. Wie bitte? Andere E-Mails bekomme ich. Vielleicht dauert es ein bisschen länger von Ihnen. Obwohl, ich sehe an Ihrer Telefonnummer, Sie sind ja aus Deutschland, dann sollte das eigentlich schnell gehen. Also bis jetzt ist noch nichts da. Ja, unser Sitz ist schon in Berlin. In Moment, Berlin? Moment, ich probiere. Ja, aber ich probiere noch einmal. Können Sie bitte warten? Ja. Also dann noch einmal. Noch einmal. Also ich schicke es noch einmal. Wiederhole. Sagen Sie mir bitte, ob Sie es bekommen haben. Nee, ich habe noch keine E-Mail bekommen. Sonst diktieren Sie mir doch mal Ihre E-Mail-Adresse, dann schicke ich Ihnen mal eine E-Mail, ob das funktioniert.
Wir können auch so machen. Also bitte Anna Weber, ja. Ja, Augenblick, 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 ich muss Ja. zuerst. Augenblick. Ich muss da erst jetzt so. Da muss ich erst kurz rein. Ja, also, So, Anna Weber, so wie Sie buchstabieren Sie jetzt mal. hören, ja. Ja, also A wie Anton, ja, N wie Nordpol, noch einmal N wie Nordpol, noch dann A wie Anton wieder, ja. Ja. Erste A groß Das spielt beim geschrieben, ja. E-Mail, das spielt bei E-Mail-Adressen keine Rolle. Eigentlich könnte spielen, ja. Nein, Probieren spielt Sie es doch nicht. richtig Spielt zu. es nicht. Spielen nicht? Nein, spielt Okay, es nicht. wenn Sie so sagen. Wenn Sie so sagen, dann okay. Aber dann zusammengeschrieben, weiter W. Wilhelm. Ja. Ja. Dann E wie Emil. Ja. B wie Bertha, ja. Ja. E wie Emil. Ja. Und R wie Richard, ja? Ja. Okay, also Weber. Ja. An Weber und zusammengeschrieben. Dann Ja. exango.nl, also ich buchstabiere Exango. Ja. Exango, also Moment, Moment. Moment, Moment. Moment, Moment. Also E wie Emil. Ja. X wie Xantippe, Ja. A wie Anton, Ja. N wie Nordpol, Ja. G wie Gustav, Ja. O wie Otto, ja, Ja. also Exango, Punkt, Ja. dann N wie Nordpol, Ja. L wie Ludwig. Ja, das ist die Adresse. Moment, das ist die Adresse. Genau. Probieren Sie dann bitte an mich etwas zu schreiben, ganz kurz. So, habe ich verschickt. Hallo, jetzt habe ich es bekommen. Ja. Wunderbar. Herr Seifert, freut mich. Also, ich wiederhole dann die Informationen mit den Bankdaten als die Antwort auf diese E-Mail. Okay? Ja. Moment. Das muss ich kopieren. Und jetzt haben Sie. Nee, ich habe noch nichts. Also unsere Briefe kommen doch nicht ins Jahr. Jetzt ist was gekommen. Jetzt ist was gekommen. Ah, okay. Okay, ist So. gekommen, ja. Gut. Wunderbar. Gut, okay. Dann habe ich noch eine Frage. Ich sehe Ja, an bitte. Ihrer Telefonnummer, dass Sie aus Düsseldorf kommen. Und jetzt sagen Sie, Sie sitzen in Berlin. Wo sitzen Sie denn jetzt? Also, Hauptsitz in Berlin ist, aber unser Büro ist in Lemberg, ja, Lviv, Ukraine, ja. Ich sage Ihnen ganz Ja, offen, Sie ja. rufen mit einer Telefonnummer aus Düsseldorf an.
Ja, deswegen, also das ist ein deutsches Unternehmen, ja. Ja, aber Sie sitzen Aber in Berlin und rufen aus Düsseldorf an. Das kann ja nicht sein. Das stimmt doch nicht. ja, also mit diesen Nummern, also kenne ich mich persönlich überhaupt nicht Ja, aus. aber Sie wissen, dass Ich Berlin nicht sage Ihnen, Düsseldorf ist, oder? ja, das sichere ich. War Ja, eben. in Düsseldorf, aber in Berlin war ich noch nicht. Ja, genau. Ja, ich denke, Sie sind jetzt in Berlin. Also Wo sind Sie denn Hauptsitz von jetzt? Wo unserem sind Unternehmen Sie in jetzt gerade? Lemberg, Lviv, Ukraine. Ach, Sie sind in der Ukraine und rufen mit einer Telefonnummer aus Düsseldorf an und Ihr Hauptsitz ist in Berlin. Genau. Das ist Absolut richtig. ja Wir sehr, arbeiten in sehr, sehr Europa machen. komisch. Ja, genau. Gut, okay. Dann Nee, habe ich das noch ist die nicht Frage, logisch. Ja, bitte. wie sicher sind Sie denn im Job? Wie alt ist Ihre Webseite, mit der Sie hier diese Army Solutions? Wie lange gibt es Ihrer Firma mit dieser Webseite schon? Ja, also vorher haben wir mit Exango gearbeitet. Das ist auch unser Unternehmen. Aber vor kurzem haben wir MS Solution aufgebaut. Genau, wir starten von neuem, Ja, meine Frage war, wie sozusagen. lange arbeiten Sie mit der Webseite Also ich armysolutions.co? persönlich, schauen Nein, Sie, wie? also ich persönlich seit Januar. Ich persönlich seit Januar. Alles andere kenne ich nicht. Also Sie kennen diese Webseite seit Januar. Diese Webseite kenne ich seit, ich glaube, seit 2 Wochen, 3 Wochen. Aber Ihre Firma arbeitet mit dieser Webseite, armysolutions.co, seit Januar. Also ich arbeite hier seit Januar. Ich Aber jetzt, Firma jetzt existiert. noch, ich versuche es noch mal ganz deutlich zu sagen. Ihre Ah, Firma, soll ich hier? nein, Sie müssen mir einfach nur zuhören. Ihre Firma, armysolution.co, arbeitet mit dieser Webseite seit Januar. Ist das richtig oder falsch? Das weiß ich nicht. Also den Zugang zu dieser Seite habe ich persönlich seit ungefähr 2 Wochen. Das habe ich ja nicht gefragt. Gut, okay. Ja. Und Ihr Hauptsitz ist in Berlin, richtig? Ja, genau. Ja, genau. Gut, wo sind Sie dann reguliert als Firma? Sie sind ja ein Finanzdienstleister, wo sind Sie dann reguliert? Also so detailliert kenne ich da wenig, ja. Also ich Das mische da mich nicht ein. möchte ich Ich aber wissen. mische Als mich nicht. Kunde möchte ich das wissen. Ich kann Ihnen eine Lizenz zuschicken, ja. Ja, gut, Wir okay. Da, können so machen. ja, dann Machen wir warte so. ich, ja, dann warte ich jetzt auf die Lizenz. Moment, Moment, Moment. Ich schicke Ihnen es sofort. Sie können dann schauen. Ich sage Ihnen, wir arbeiten einfach, das ist Finanzmarkt und europaweit oder sogar weltweit. Und sozusagen mein Bereich ist sehr eng. Ich bin da zuständig, um Handelskonto zu aktivieren, ja, und das ist alles. Und alles Weiteres, ja, anderes erklärt schon der Finanzmanager, deswegen. Aber Moment, die Lizenz schicke ich Ihnen ganz gerne. Und Moment, Moment. Ich brauche nur, dass Sie auch mich bestätigen, dass Sie es bekommen haben. Moment, also die Lizenz bitte. Mit freundlichen Grüßen, Anna Weber. Ja, Lizenz habe ich schon. Ja, habe ich. Moment. Jetzt senden. Sagen Sie mir bitte, Ja, noch ob Sie es ist. bekommen haben. Jetzt ist was da. Ist das da? Okay. Da ist ein Anhang drin. Dann schauen wir uns das doch mal an. Okay. Gut, also Wo, Sie wer, wer können hat uns diese auch Lizenz denn suchen. ausgestellt? Also soweit ich weiß, United Kingdom, ja, Sie sind doch Großbritannien. eine deutsche Firma, haben Sie gesagt.
Da müssen Sie von der BaFin eine. Weltweit. Lassen Sie mich doch Wenn bitte Sie mal zum aus. Beispiel zu Lassen Sie diesem, mich doch bitte einmal ausreden. Sie haben gesagt, Sie sind eine deutsche Firma. Das heißt, Sie müssen eine deutsche Lizenz haben. Und wer hat diese Lizenz jetzt ausgestellt? Und vor allem ist die. Die ich habe Ihnen gesagt, mehrmals, dass wir internationale. Ja, das ist ja egal. Sie sind in Deutschland, Ihr Hauptsitz ist in Deutschland. Da müssen Sie von der BaFin reguliert werden. Wenn Ihr Hauptsitz in Deutschland ist. Wenn Sie jetzt eine Lizenz, ich sehe, das ist, glaube ich, aus Großbritannien, richtig? Ja, und wer hat diese Lizenz ausgestellt? Schauen Sie, das ist nicht zu mir die Frage. Ja, dann leiten Sie mich bitte weiter an jemanden, der mir das erklären kann. Okay, einen Moment bitte. Ja. Einen Augenblick bitte. Können Sie bitte abwarten? Natürlich. Hallo? Ist da noch jemand? Ist Ihr Telefon kaputt? Hello, hi, good afternoon. Hallo, wer ist da bitte? Hi, good afternoon. My name is Louis Blunt and I'm the senior financial advisor of Exenge Company. Ich spreche bitte Deutsch. You don't speak English? Richtig. Just give me one sec then. Diese eine Sekunde dauerte nun fast 5 Minuten, in der die verzweifelt versuchten, jemanden zu finden, der mir auf Deutsch ihr Betrügerkonzept erklären konnte. Ja, Entschuldigung, Herr Seifert. Also unsere Finanzmanagerin, die schon länger da arbeitet, ist wirklich sehr beschäftigt im Moment, also die Deutsch alles erklären kann. Vielleicht rufen wir Sie dann noch einmal später an, aber falls Sie alles noch zusätzlich prüfen können und anschauen können, ja, ich freue mich dann auf Ihre Rückmeldung per E-Mail. Passt Ihnen so? Nee, passt mir nicht. Passt Ihnen nicht, okay. Richtig, weil ich habe inzwischen schon einige schon rausgekommen. Diese Lizenz, die Sie mir gesendet haben, ist keine Lizenz. Und vor allem, Ihre Firma ist Army Solutions. Diese Lizenz, die angeblich ist von Exago Limited. Sie schreiben ja eine E-Mail von einer Exago E-Mail-Adresse. Ihre Firma ist aber Army Solutions. Diese Nummer, die Sie mir geschickt haben, diese angebliche Lizenz, ist ein Handelsregisterauszug und keine Lizenz. Und Sie müssten ja, theoretisch... Ja, könnte sein. Ich ja, sage, kann, ja gut. Ja, natürlich. Dann, also, deswegen habe ich gefragt... Ich kann Fehler machen, ja? Ja, natürlich können Sie Fehler machen. Genau, richtig. Und ich glaube, einen großen Fehler haben Sie gemacht. Und zwar? Sie versuchen, mich zu betrügen. Sie sind eine Betrügerplattform. Ich? Ja, natürlich. Sie arbeiten bei einer Betrügerplattform. Sie haben keine Lizenz vorgewiesen. Das ist keine Lizenz, was Sie mir geschickt haben. Es ist die falsche Firma. Exago ist ja nicht Army Solutions. Sie sind offensichtlich eine Betrügerfirma. Sie sitzen Sie rufen an aus Düsseldorf, sitzen angeblich in Berlin. All das stimmt nicht. Und dann sind Sie aus Ukraine, sagten Sie? Ja, genau. Ja, ich bin Ukrainerin und ja, und ist es ein Problem? Ja, natürlich. Ist es ist ein Betrug, dass es ist ein Ukraine? Es ist ein Problem, dass Sie mich. Was ist los mit dir, kleine Betrügerin? Entschuldigung. Was ist los mit dir, kleine Betrüger? Das ist ein Problem, wenn du mich betrügen willst. Ja, ich habe kein Problem damit. Ich habe ja, genau. Ein anderes Problem. Du hast kein Problem damit, dass Sie andere. Lass mich ausreden! Du hast kein Problem damit, andere Leute zu betrügen. Deutschland soll dir helfen in der Ukraine und du betrügst Deutsche. Was ist denn mit dir los? Bist du so dumm im Kopf?
So eine dumme Betrügerin habe ich heute noch nicht am Telefon gehabt. Tatsächlich. Die dümmste, die mich heute angerufen hat. Ich wünsche Ihnen nichts. Ich wünsche Ihnen, dass Sie die russischen Bomben treffen. Das wünsche ich Ihnen. Diesmal konnte ich ja direkt alle Red Flags im Video erklären. Ist es nicht unglaublich, wie dämlich die Betrüger sind, zu glauben, dass deren Lügengebilde nicht direkt auffällt? Welcher normal intelligente Mensch würde denn auf so ein Lügenkonstrukt hereinfallen? Dass ein Scambaiter wie ich nicht darauf reinfällt, erklärt sich von selbst. Wenn ihr neben solchen Crime-Themen noch an anderen Crime-Geschichten interessiert seid, dann kann ich euch einen YouTube-Kanal empfehlen, der sich Der Übersetzer nennt. Darin geht es um echte Verbrechen und es werden Verhörprotokolle ins Deutsche übersetzt. Es ist interessant zu hören, wie die Polizei bei solchen Verhören vorgeht. Besucht den Kanal mal und lasst Grüße von mir da. Der Kanal ist in der Videobeschreibung verlinkt. Nun bis Sonntag, bleibt neugierig und dann lasst euch nicht abzocken. Euer Kreuzrenner Crasher.